Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Meat Boy. Wir sind in der Hölle. Ich habe die Salzfabrik jetzt noch nicht geschafft, weil ich es nicht hinkriege. Das war klar. Okay, wir sind beim Level 2, Brindle. Dort werde ich zwar irgendwie immer von der Plattform gebackt, aber irgendwann müssen wir das Level ja mal spielen, nicht wahr? So. Ja, eigentlich ist das recht easy. Hier gibt es auch noch ein Pflaster. Ja, das sieht man daran, dass es so leicht ist. Das verstehe ich nicht. Seht ihr das? Ich werde mal von der Plattform gebackt. Bagdad. Ja, also das ist alles ein bisschen komisch hier. Also, ja, weiß nicht, was hier abgeht. Und da oben ist ein Pflaster. Das werde ich ja niemals kriegen. Eigentlich ist das voll leicht, aber ja, gut. Dramatik ist einfach epischer. Es ist epic. Epic, meine ich. Ey, ich bin gesprungen. Also manchmal ist die Plattform halt einfach ein bisschen zickig und ja, dann hat die das nicht so gerne. Dann ist die wieder so sensibel und dann muss ich wieder versuchen, mit ihr umzugehen. Und dann ist das alles ein bisschen kompliziert hier. In dieser Zeit, weil ich hier... Scheiße! Ich könnte ja auch einfach erstmal das A-Plus versuchen, aber ich bin ja viel zu cool für das A-Plus, also mach ich jetzt mal das hier, ne? Ja, genau. Ja, so viel dazu. Nom, 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 nom. Meins! Und hier und da. Und hier. Für das A-Plus ist es besser, Ockmo zu nehmen. Ja, mit ihm ist es um einiges einfacher. Ich zeig euch das mal eben. So. Mit dem kann man das Pflaster eigentlich auch recht gut holen, aber was soll's. Ich hab's jetzt halt mit dem guten Fleischjungen gemacht. Mit dem es ja auch ganz gut läuft. Ich glaube, hier kann man nicht abkürzen. Ich habe es jedenfalls noch nie versucht und möchte es auch eigentlich gar nicht versuchen. Fail! Natürlich sollte man sich auch nicht töten lassen. Das wäre natürlich sehr von Vorteil. Also wirklich, wenn man das so irgendwie voll drauf hat und so. Ja. Yeah. What? Ich wäre fast hinuntergeflogen. Das wäre aber wirklich nicht sehr von Vorteil gewesen. Denn ich glaube, das hätte ein sehr schmerzhaftes Ende vorbereitet. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich hier sage. Und tue und mache und versuche und was auch immer. Was? Woo! Ablos! Perfekt! So, die Stage hätten wir dann auch geschafft. Zwei Stages sind hier noch, die sehr schmerzvoll sind. Ich freue mich ja. Boris! Boris erinnert mich an einen Panda. Oh nö. Das war eine Scheiße. Ja. Wie gesagt, das hier war eine Scheiße. Ockmo? Vielleicht klappt es ja mit Ockmo besser. Also wir werden das ja dann irgendwie analysieren können. Doch, ich glaube nicht. Ockmo haut's hin. Aber das ging doch schon um einiges besser. Also ich versuch's einfach mal. Probieren geht über studieren, nicht wahr? Hui! Oh Gott. Ockmo ist lahm. Nein! Okay, aber mit Ockmo wäre es eigentlich zu schaffen, wenn er die Sprünge dann besser hinkriegt. Ich versuch's einfach nochmal. Oder vielleicht doch nochmal. Und dann schauen wir einfach mal. Welche Bitch war das denn? Okay. What? What? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Das ist echt alles wirklich hell. The hell. The hell. What the hell is wrong with you? Ah! Ich bin wütend, ganz ehrlich jetzt. Rap, zap, 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 nein! Ockmo, wieso bist du so gemein zu mir? Wieso tust du mir das an? Ockmo ist nicht nett. Oh, wow. Wasserfälle. Lavafälle. Yay. Ich wollte nur einen coolen Wandsprung machen, so voll episch und dann einfach nur so cool dastehen, weil ich euch zeigen könnte, dass ich an Lavafällen Wandsprünge machen kann. Yay! Das kann nämlich nicht jeder. Das kann nämlich nur... Lisa. Ha, ha. Ha, 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 ha. What? Was war denn das? Ey! Das war tot!
erstmal Schreck halten. Und du? Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Besonders nicht alles hundertprozentig, also... What? Ah. Da werde ich ja vorher noch Bundeskanzlerin, als dieses Spiel hier durchspielen zu können. Na, vielleicht will ich ja mal in die Politik gehen. Also, habe ich jetzt wirklich drüber nachgedacht, mal so ganz ernsthaft hier, ne? Aber erst nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe. Und deshalb denke ich, es wird auch nichts daraus, weil ich dieses Spiel niemals durchspielen werde. Und Wandsprung. Wow, ich bin in den Tod gesprungen. Oh no. Oh no. Das ist scheiße. Dieses Spiel ist scheiße. Okay, wir können das. Wir müssen schließlich nur nach unten kommen. Und das ist eigentlich sehr leicht. Oh ja, wenn man das so bezeichnen könnte. Okay, ich glaube, ich cut das mal hier. Also sehen wir uns gleich. Die Welt ist ungerecht. Sie ist so wie ein Specht. Denn Specht ist wie Ketchup mit Mayo und... Was? Wie ist der so weit gekommen? So. Noah! Fettwurst. Echt jetzt? So eine richtig fette Wurst hier. Am besten von so McDonald's, sodass da richtig so ein paar Kilo drauf gehen. Ah, wie soll ich nach da kommen? Miau! Miau! Wird Okmo ein sehr großes Auge und das andere ist so klein. Das ist echt mysteriös. Also ich frage mich echt, woher das kommt. Denn Okmo ist ja irgendwie ganz süß. Also so, ne? Voll der Frauenheld. What? Also es hört sich irgendwie so aus, als ob ich so eine Kackwurst ausbrüten würde. Und ich glaube, das ist nicht sehr gut. Oh nein. So, du kommst jetzt und tötest mich. Das ist mir egal. Komm schon! Nein! Eine Plattform! Eine einzige Plattform wär's gewesen! Echt, das ist nicht nett. So. Yeah! Bandage Girl, Bandage Girl, Bandage Girl. Und wir haben es geschafft. Toll. So, jetzt geht's erstmal zu 20 Babylon. Brennendes Rom. Oh, nö. Da habe ich jetzt eigentlich voll keinen Bock drauf, weil ich weiß, dass ich failen werde. Besonders mit den doofen Portalen und dem Ende. Da. Wie soll ich an dieses Pflaster kommen, ganz ehrlich? Dafür brauche ich entweder Okmo für. Oder Superkräfte. Du bist nicht Batman! Wieso sterbe ich denn noch? Hä? Verstehe ich nicht. Du bist nicht Batman. Du bist nicht Batman. Scheiße! Ich krieg die Ecke irgendwie nicht hin. Du hast es einfach nicht drauf, Alter. Nein. Das hast du nicht. Aber Okmo. Und ich komme auch nur mit dem an das Pflaster. Von daher. Machen wir uns das alles doch gleich ein wenig einfacher. So, das hier ist eine Scheiße, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh yeah, oh yeah. So, Okmo. Okmo. What? So, und jetzt geht es hier entlang. Scheiße! Bedroht! Das ist nicht dort! Das ist nicht dort! So, das ist nicht Notch. Wisst ihr, wer Notch ist? Notch ist ein sehr netter Kerl. Oh ja, er hat nämlich Minecraft erfunden. Und dadurch sind tausende von Spielerherzen glücklich geworden. Oh ja, das sind sie durchaus. Denn Minecraft ist ein nettes Spiel. So sag ich immer Minecraft. Minecraft hört sich schwul an. Anders als Minecraft. Minecraft. Wow. Oh. Wie? Ah. Das ist jetzt irgendwie unklug. Ja. Und das war ein Smiley-Mädchen. Müsst ihr mal drauf achten. Oh. What? Okay.
Okay, fast. Also so langsam kriegen wir die Stage irgendwie voll auf die Reihe. Also so voll mit Gebärms und Boom und Knaller Rapti to oder so. Okay, ich schneide mal hier. Also wir sehen uns gleich. Hab die Bandage. Ja, ich habe das Pflaster gerade geholt, das habt ihr ja schön sehen können. Und jetzt muss ich das alles nur noch in Abfluss schaffen. Einmal habe ich das Level schon so beendet, das war reiner Zufall. Und jetzt muss ich das nur noch in 22 Sekunden schaffen. Also eigentlich ist das wirklich machbar. Ich habe das eine Mal in 24 Sekunden geschafft. Ja gut, zwar weil ich da bei dem Versuch schon versucht habe, das Pflaster zu holen. Etwas ungünstig, aber so bringt das auch nichts. Jedenfalls sollte ich das eigentlich recht schnell schaffen können, wenn nicht so eine Scheiße passiert. Also die Durchgänge kriege ich eigentlich mittlerweile recht gut hin. Das nervt mich schon recht an, weil ich nie das richtige Timing dafür habe. Ich weiß wirklich nie, wann sich die Teile jetzt da bewegen und ich glaube, das war schon zu lahm. Genau. So, ich mache das jetzt einfach mal. Und ihr schaut zu und habt Spaß oder was auch immer ihr dabei haben wollt oder haben werdet oder... Ach, scheiße drauf. So, hier geht's jetzt rüber. Du machst das hier und ich mach das und dann hier den Schlüssel und da geht's rüber. Und hier geht's rein. Du tötest mich nicht, du hast mich aber getötet. So war nicht der Plan. Also sprechen wir das so ab, dass du mich beim nächsten Mal bitte nicht töten werdest. Dankeschön. Okay, also ja, versuchen wir das einfach mal so zu packen. Popcorn. Ja. Gut, so, hier schnell hoch und darüber. So, du kommst mal hier rüber und ich hole mir den Schlüssel, den ich nicht gekriegt habe. Und ich bin tot. Egal, denn wir kriegen das hin. Und Bandage Girl lässt mich dann auch gerne hinein. Ja, je nachdem, was ich gerade gemeint habe. Ich habe mir gerade selber nicht so richtig zugehört, deshalb möchte ich mich entschuldigen. So, hier geht's rein. So. Du tötest mich nicht und Bandage Girl. Applaus! Genial. Toll. So, das hätten wir jetzt erstmal komplett. Trotzdem steht da nur 37%. Das liegt daran, weil ich keine Warp Zone habe. Und deshalb gehe ich mal eben nach Warp Zone suchen. Also bis gleich. So, also hier bin ich wieder, denn die Warp Zone ist nicht mehr fern. Jetzt müssen wir das Level nur bis da oben hinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Zeit-Warp Zone ist. Das wäre recht scheiße. Denn ihr wisst, dass ich in Zeitlichen nicht gerade gut bin. So, hier und ich glaube da oben, ne, da. Ach du Scheiße. Ich sehe die gar nicht, hier ist es zu dunkel in dem Level. Ach du Scheiße. Wo ist denn da was? Ach nö. Moment, meine Brille. Boah, da ist irgendwo was. Ja super, wie soll ich denn das machen? Also irgendwo da oben ist anscheinend eine Warp Zone. Anscheinend. Denn irgendwie fühle ich mich sehr blind. Ich weiß nicht. Entweder ist es einfach viel zu dunkel oder ich bin blind. Ich bin einfach nur völlig blind, denke ich mir. Jedenfalls muss ich mir das einfach mal anschauen. So, hier lang und da lang. Und hier lang und... Autsch. Okay. Also ich meine, in der 8. Stage wäre auch nur eine Warp Zone, nur ich weiß auch nicht wo. Scheiße. Was mache ich hier eigentlich? Wieso hat das eben so gut geklappt? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mag die Musik. Ah! Ha! Ah! Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was das gerade bringen sollte. Schreien ist eigentlich immer ganz gut. Okay. Da oben ist doch was. Ah! Ich habe sie gesehen, obwohl ich blind bin. Cool. Okay, hier haben wir eine Warp Zone. Timmy! Ah, oh, die Musik ist so chillig. Ach du Scheiße. What? Das ist nicht euer Ernst. Das ist es nicht. Oh nein. Das ist es jetzt wirklich nicht. Das ist krank. Ich meine, da wäre sogar noch ein Pflaster gewesen. Erstmal anschauen. Okay, hier seitlich kann ich, glaube ich, hin. Ich
brauche die Schlüssel, um das hier frei zu machen. Das ist klar. Und das Pflaster möchte ich natürlich auch haben. Oh! What the hell? Das ist echt krank. Wobei, eigentlich sollte ich von nichts mehr in diesem Spiel Angst haben, denn alles ist krank. Ohne Zweifel. So, jetzt nur noch hier. Rein! What? Nicht sterben. Oh, Meat Boy. Das tust du mir nicht an. So, jetzt schauen wir uns das mal an. What? Alter, das ist... Ne. Also, das ist die perfekte Warp-Zone für die Hölle! Kranke Scheiße, ganz ernsthaft, kranke Scheiße. So, ich meine, in der 8 wäre noch eine gewesen. Weibe. Weibe. Okay, ich weiß nicht wo, ich sehe hier nämlich nichts. Ah, ne. Wo ist da eine Warp-Zone? Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass hier irgendwo eine Warp-Zone wäre, aber wo? Echt, wo denn bitte? Also ich bin eben mal bis oben gelaufen, da wo Bandage Girl steht, aber da ist nirgendwo was. Also ich sehe ja hier nicht so weit. Es könnte auch liegen, dass meine Brille ein bisschen failt, aber ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt irgendwie gerade nicht so. So, hier bin ich sicher. Das da oben sieht ja ein bisschen verdächtig aus, finde ich, aber da ist ja gar nichts. Da bröckelt was runter. Und da ist die Warpzone. Cool. Gut. Super Meat Boy. Das sah höllisch aus. Was? Ach, Scheiße. Okay, das hier geht ja noch. Ne, Moment. So. Erstmal Muster und dann jetzt. Lieber Gott. Ich freue mich schon auf das nächste. Was ist das? What? Ach so. Das ist jetzt irgendwie krank. Ein klein bisschen, aber so ein bisschen. Was mache ich hier? Das ist krank. Also wenn überhaupt was krank ist, dann ist es das hier. Wirklich. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann höre ich euch nämlich besser. Wie soll ich denn... Ach so, ich dachte, das wäre ein Block, den man wegmachen kann. Was? So. Bitte, was? Oder noch dieses Pflaster? Klar. Als ob die Stage nicht schon schwer genug wäre. Nein. So. Oh, komm schon! Was für ein Scheiß. Okay, und ich denke, hier ist noch eine Charakter-Warp-Zone. Also werde ich mal eben nachschauen. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Denn ich habe die Charakter-Warp-Zone gefunden. Die ist so leicht zu bekommen. Ja. Also werde ich euch die mal gleich zeigen. Ich habe auch vor, die in diesem Part noch abzuschließen. Also, what? Also werden wir das mal gleich so tricksen. Das ist natürlich in meinem absoluten Lieblingslevel. Geil! Hier einfach weitergehen und dann kommt die Charakter-Warp-Zone. Ja, man merkt schon, die Warp-Zones werden immer schwieriger versteckt. Und jetzt kommt eine Cutscene. Blink, 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 blink. Blink, blink, blink. Oh, Blasen, Kiffen. Was geht denn hier ab? Was ist das? Oh, Vögelchen. Ja. Oh, Vögel. Oh, es ist in meinem Mund. Oh, was ist das? Launch Fly Wrench Axel.
Ja, denn wir haben jetzt Fly Ranch. Das kann so cool flattern und sich an der Wand hochziehen. Das ist eigentlich recht cool. So, einfach hier hoch und da. Brindage, go! So. Autsch. Aber wir können das. What? So schwer ist das eigentlich nicht. What? What? Ja, oder halt doch. Ist ja auch egal. Denn wir kriegen das schon irgendwie hin. Denn wir sind in Meat Boy drin. Ja. Irgendwie cool. What? What? Okay. So, hier geht's jetzt rüber. Scheiße. Aber fast. Wir kriegen das schon hin. Boah, meine Finger sind jetzt schon ganz schwitzig. Ist das schrecklich. Was war das? Und das dreht sich immer so witzig. Ich mag Fly Ranch. Nur es ist teilweise recht schwer zu stören, weil es sich eben immer die Wand hochzieht. Also irgendwie komme ich damit jetzt nicht wirklich klar, aber ja, was soll's. Also für manche Pflaster ist es einfach ein Muss. Flyman schafft's drauf. So. Besonders hilfreich ist es einfach in der Rapture, weil man sonst gar nicht vorankommt. Bei manchen Pflastern, da ist man... Da verzweifelt man einfach. Genau wie momentan. Ich fail so. So. Aber irgendwie hat man sozusagen unendlich viele Sprünge, kommt mir fast so vor. So, Manage Girl. Und die letzte Stage. What the fuck? This is Dude. Okay, das muss jetzt mal so ein Sparta Remix forever. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Das sieht irgendwie krank aus. Wobei ihr sowieso wisst, dass Super Meat Boy krank ist. What? 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 Autsch. Autsch. Ach komm, ich geh mal zur Wand. Vielleicht klappt's hier besser. Wobei, das mir nicht so aussieht. Genau! Deshalb versuche ich's hier nochmal. Scheiße. Okay, also es ist einfach komisch mit Fly Ranch. Und einfach alles sieht gekifft aus. Hier, schaut euch das mal bitte an. Nein! Okay, aber wir können das. So schwer ist es schließlich nicht. So, einmal hier und da. Bandage Girl! Geschafft! Okay. You unlock Fly Ranch vom Fly Ranch. Oh Mann, wie cool. So, also das war's jetzt erstmal für diesen Part. Wir haben 6 Pflaster hier nur. Also es fehlt uns anscheinend noch einiges. Ich denke, das will ich dann im nächsten Part nachholen. So wie diese Warp Zones. Und möglicherweise sogar... Ja, ein paar Level aus der Salzfabrik noch. Also sehen wir uns dann im nächsten Part, wenn das heißt... Die Hölle beenden! Oder halt nicht, weil die Dark World noch sehr offen ist. Ach, scheiße. Die ganze... Ach komm, ich mach einfach weiter. Nein. What? Wieso ist die Plattform auf einmal so schnell? Wieso? Ah! Sie ist schnell! Speed up! Das war Fail. Ey! Die rennt ohne mich weg wie Fly Ranch! Los! Ach Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Ganz ehrlich? Was ist das denn? What the? Okay, ich mach das jetzt einfach schnell. Falls man das irgendwie überhaupt schnell hinkriegen kann. Ach, scheiß drauf. Nee, komm, wir machen das im nächsten Mal. Dazu sehen wir uns dann, wenn es wieder heißt. Hallo. Ich freue mich so. Also bis dann. Tschüss.